Ihr Lieben, wir planen im August ein richtig, richtig geiles Event und zwar nur für euch. Genau, die Community Days 23, also 2023 logischerweise, plane für euch in der Mitte von Deutschland, ein bisschen mehr gesagt so Hohe Rotkopf, da wo wir stehen, auch der Turm sehr markant, kennt man. Und die Location ist direkt hinter euch und was es damit so auf sich hat, erklären wir euch heute noch ein bisschen näher. Also seid gespannt und wir freuen uns auf euch. Ach so, wenn wir jetzt zum Turm gucken, gell, dann müssen wir so gucken. Ja, der Turm ist ja da. Ja, hab ich auch. Ich hab mal da geguckt. Ja, das ist dumm. Das ist ja richtig dumm. Weißt du, weißt du, wer guckt denn da? Wir haben uns überlegt, dass wir uns eine gesamte Jugendherberge mieten und mit euch hier die 2 Tage bzw. 3 Tage verbringen möchten. Wir haben hier eine ganze Jugendherberge nur für uns in einem wunderbaren Gebiet und weit abgeschottet von der Zivilisation in einer super, super schönen Natur. Und wir müssen sagen, es hat so ein bisschen Klassenfahrt-Vibes. Wir haben schon Belegungsplan bekommen, wir haben schon so ein bisschen die Zimmer gesehen und das Ganze erinnert doch schon ziemlich stark an eine Klassenfahrt, eine riesengroße Klassenfahrt, die wir gemeinsam mit euch im August hier erleben möchten. Schaut euch mal bitte diesen Ausblick an. Wie geil ist das bitte? Einfach mitten in der Natur. Da hinten kann man bei bestem Wetter die Skyline von Frankfurt sehen. So geil und wir fühlen uns schon so wohl hier oben. Und ich denke, mit euch, das wird einfach richtig Hammer. Wir haben ein Programm erarbeitet. Das befindet sich rund um den Hohe Rotkopf hier. Und das wird richtig spannend. Wir haben uns für alle Tage was Cooles überlegt für euch. Am Freitag ist ja schon die Anreise, das heißt, da kommt ihr dann ab Nachmittag irgendwann an und da gibt es ein kleines Event-Goodie, ein Event-Bag von uns, was da drin ist. Lasst euch da auf jeden Fall überraschen und abends machen wir noch eine kleine Wanderung, eine Nachtwanderung. Wenn alles gut geht und uns vom Wetter passt, vielleicht sogar eine Fackelwanderung, schauen wir mal. Und Samstag ist unser Haupttag, das heißt, da haben wir das meiste mit euch vor. Da starten wir mit einer Community-Challenge, da lasst ihr euch am besten mal überraschen, auch dazu verraten wir noch nicht viel. Und dann geht es weiter mit dem Kletterwald, da sind wir hier schon. Mega geil, gerade im Sommer, wenn das Wetter gut ist, macht es hier auf jeden Fall richtig viel Spaß. Jetzt ist natürlich eine Höhe vielleicht nicht für alle was und deswegen haben wir dann eine kleine Alternative für euch. Das heißt, entweder eine Sommerrodelbahn, die auch hier auch auf dem Hohen Rotkopf ist oder auch ein Adventure-Minigolf. Auch das ist ziemlich cool. Und danach wollen wir natürlich wieder was mit euch essen. Barbecue, dass wir draußen bei coolem Wetter mit euch was grillen können. Und auch dort wollen wir dann wieder abends ein Lagerfeuer gemeinsam mit euch machen. Vielleicht ein bisschen die Zeit verbringen, mit euch mal ein bisschen quatschen, reden. Und für die Mitternacht gibt es auch noch einen kleinen Snack. Mitternachtssnack, Stockbrot, wenn alles gut geht. Auch das ist ziemlich geil, freue ich mich jetzt schon darauf. Und Sonntag ist auch schon wieder die Abreise. Das heißt, da werden wir nochmal von euch ein kleines Feedback einholen. Und dann nach dem Essen könnt ihr alle heimfahren. Und über alle Tage gibt es Verpflegung. Das heißt, Essen ist komplett mit dabei. Zu trinken habt ihr auch alles. Wir wollen noch Snacks organisieren. Vielleicht auch noch am Samstagabend was anderes Cooles für die etwas Älteren. Und da sind wir schon gespannt. Wir sind fleißig an der Organisation. Viele steht schon fest. Und der Horoskop ist super geil. Hier kann man super viel machen. Deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr da alle vorbeikommt. Die Tickets für die Veranstaltung sind übrigens schon verfügbar. Wir haben jetzt Stand Mitte März. Es sind noch welche da. Ich würde mich aber beeilen damit, weil ich denke mal, es könnte sein, dass es jetzt bald schon zeitnah und ziemlich knapp wird mit den Tickets. Und die findet ihr auf unserer Seite, extra für das Event angelegt, www.days.community. Das war schon ganz easy. Werden wir auch nochmal für euch verlinken, dass ihr direkt draufgehen könnt. Und auf der Internetseite findet ihr auch noch alle weiteren Infos zum Event. Das heißt, alle wichtigen Sachen, die vielleicht euch interessieren könnten. FAQ ist auch mit dabei. Und ihr dürft das Event auch schon ab 14 Jahren besuchen. Ja, es gibt 2 verschiedene Arten von Tickets. Könnt ihr auch dort nochmal nachlesen. Und wir würden uns echt freuen, euch hier begrüßen zu dürfen im Sommer, Mitte August. Ich habe schon Bock und Philipp denke ich mal auch. Und ansonsten gerne mal abchecken. Die Internetseite, Instagram-Seite haben wir auch. Auch dort gerne mal kostenlos reinfolgen. Und wenn das FAQ euch nicht die Fragen beantwortet hat, gerne zu uns in die Streams kommen, dort nachfragen. Und dann können wir euch hoffentlich alles beantworten. In dem Sinne, wir sehen uns hoffentlich Mitte August. Bis dann.